Ahoi, ihr Landratten, und herzlich willkommen zurück zu Stranadibia. Es ist schon wirklich, wirklich sehr lange Zeit, als ich das letzte Mal ja ein Let's Play darüber gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wann? War das Mai? März? April? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon sehr, sehr lange her. Und seitdem habe ich das Spiel auch gar nicht mehr gespielt. Es hat sich einiges getan. Was genau, das weiß ich alles gar nicht. Ich werde jetzt ein, zwei Folgen aufnehmen, weil ich eigentlich noch eine Map integrieren wollte von guten Kollegen aus der Community, aber irgendwie kriege ich das Ganze nicht gebacken. Ich habe aber heute schon mal angefangen, um mal wieder so langsam reinzukommen, und ja, wir starten einfach mal das Ganze. Es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan, gerade im Crafting-Bereich, was natürlich geil ist. Heute kam auch irgendwie ein neues Experimental-Update, oder gestern, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube heute. Und ich glaube, ich werde auch nicht jede Folge anmoderieren. Ich werde die einfach so zurechtschnippeln. Ich zocke jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich habe hier auf jeden Fall heute schon mal so ein Zelt gebaut, um einfach um abzuspeichern. Aber ich habe festgestellt, auf dieser kleinen Kackinsel gibt es einfach gar nichts. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall erstmal das Weite suchen. Irgendeiner größeren Insel. Aber ich habe keinen Plan, wohin. Es gibt hier wohl auch neue Kreaturen, habe ich gesehen, irgendwie seit heute. Irgendwie so ein Oktopus oder so. Ein Riesenteil. Ja. Na, da lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. Auf jeden Fall brauchen wir, denke ich mal, Nahrung. Wie funktioniert hier das Ganze denn gleich? Ach, genau so. Okay. Hier sind wir auf jeden Fall erstmal ganz gut bedient, würde ich mal sagen. So, die Frage ist jetzt, wo fällt man hier am besten hin? Hier, guck mal, hier ist so ein Krebstier, aber das müssen wir irgendwie brutzeln. Feuer haben wir ja nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles funktionierte. Ich glaube, man konnte doch auch schon Feuer mittlerweile ohne ohne Feuerzeug machen, ne? Ich musste, glaube ich, meine alten Folgen einfach nochmal angucken, damit ich das selber wieder weiß. So, wir fahren am besten jetzt erstmal los. Wenn er denn losfährt. Und zwar da hinten rüber. Das sieht mir doch schon etwas größer aus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mal einfach ins Boot reinstiefeln sollte. Irgendwie eine Kiste drin. Wir machen das einfach mal. Messer habe ich auf jeden Fall schon. Oh, guck mal, wir haben eine Anzeige, wie lange wir tauchen können. Ich glaube, das ist auch neu. Was habe ich jetzt mitgenommen? Ach, man kann die mitnehmen? Aha. Ist hier was drin? Ich gehe da lieber nicht rein. Ich bin da echt voll der Schisser. So. Da vorne ist auch noch ein Boot. Da oben, das nehmen wir einfach mal mit. Wir sind ja hier und haben gar nichts. Ich hoffe nur, wir sterben nicht so schnell. Das wäre echt ärgerlich. Oder ob wir die Insel hinten mitnehmen? Ich weiß es echt nicht. So, wir nehmen die einfach mal mit. Und dann öffnen wir die auf jeden Fall woanders. Wir fahren da hinten rüber, das sieht mal irgendwie groß aus da. Aber irgendwie ziemlich langsam die Kiste. Ich weiß gar nicht, ob dieser Bug noch funktioniert. Das, wenn ich jetzt... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Oh, ich bin da voll raus aus dem Game. Das sieht schön aus hier so mit dem Wellengang und so. Ich glaube, das hat sich auch geändert im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall, glaube ich, brauchen wir erstmal ein Bett und Nahrung. Ich bin nicht gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, man hört es nicht. Das dauert. Hier wird das schon wieder duster. Wie spät ist denn das überhaupt? Können wir raufgucken? Ne. Ja, sieht auf jeden Fall immer noch nett aus und wird auch immer hübscher. Jetzt auch übrigens das Experimental Update. Weil es einfach mehr Laune macht. Das neue Update gibt es ja noch gar nicht für die Stable-Version. Deswegen schiffern wir einfach mal. Wir schiffern und schiffern. Wir fangen einfach mal einfach wieder bei Null an. Was war das? Irgendwas hat gepiept.
War das jetzt gut oder war das schlecht? Wir finden es sicherlich gleich raus, wenn wir da drüben endlich mal angekommen sind. Und es gibt doch irgendwie Missionen oder sowas, habe ich gelesen, die man jetzt erfüllen kann. Aber ich habe keinen Plan, was für welche und worum es da geht und warum man das überhaupt machen soll und was für Vorteile man dadurch hat. Keine Ahnung. Was wackeln denn die Bäume da so hinterher? Ist auf jeden Fall dunkel. Die Sonne geht unter. Das sieht doch schon mal etwas größer aus hier. Hier vorne ist schon wieder gepiept. Was piept denn da ständig? Ist das meine Uhr? Piept das jetzt immer, wenn eine Stunde rum ist oder was? Ich habe keinen Plan. Was war das denn gerade? Ach, hier sieht das doch schon mal ganz nett aus. Ja, wir springen hier mal raus. Ich ziehe das Boot mal einmal hier an Land. So, und dann gucken wir doch einfach mal, was in diesen Kisten drin ist. Wie kann ich die denn hier hinschmeißen? So. Öffnen. Ein Rucksack ist da drin? Eine Fackel und ein Kompass. Was habe ich jetzt für einen Vorteil durch diesen Rucksack? Wie kann ich den überhaupt öffnen? Hä? Ach so, okay. Ja, geil, da ist ja einiges drin, so, ne? War da nicht immer sonst noch immer so ein Produkt drin, irgendwas? Aber wir haben auf jeden Fall so eine Lampe hier, habe ich gesehen. Genau, geil. Sind auf jeden Fall schon ein paar Bretter. Ist unser Wohlbefinden. Ach du Scheiße, wir sterben ja gleich. Brauchen auf jeden Fall was zu trinken, würde ich mal sagen. Das war doch noch voll gerade. Kann ich das hier irgendwie. Gott, ich muss jetzt mal wieder klarkommen. Ich schmeiße sie jetzt hier hin. Genau, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Licht. Deswegen piept das auch immer. Ich kann hier hochklettern, ne? Hold Jump. Ah, genau. Und wir brauchen auf jeden Fall hier erstmal so eine Kokosnuss. Zack. Eine wird wohl nicht reichen, wa? Ich glaube, wir sterben hier schon gleich am ersten Tag. So, Moment. Ich hau die jetzt hier hin. Das ist alles so ungewohnt. Kann ich jetzt schon trinken? Ja. Das ist alles sehr kompliziert hier. Und komm schon. Was ist es jetzt? Okay. Zack. Und na. Mensch. Zack. Okay, das reicht uns aber noch lange nicht. Wir brauchen mehr. Da oben ist eine. Kann ich hochklettern? Ach, guck mal, die kann ich so abpflücken. Wo ist sie denn? Na. Das ist schon eine Kacke. Oh. Ich laufe mal wieder ins Licht. Gott, ist das kompliziert. Wo ist sie jetzt? Ey, bleib stehen. Okay, ich glaube, wenn das Geräusch macht, kann ich die trinken. Okay, super. Jetzt müssen wir uns hier auf jeden Fall erstmal damit beschäftigen. Nahrung.
zu bekommen. Ich habe den Satz noch gar nicht beendet. Ich bräuchte irgendwas Effektiveres auf jeden Fall. Muss man wohl gleich erstmal eine. Was ist das? Okay. Was Effektiveres. Ich brauchte auf jeden Fall gleich erstmal eine Axt am besten. Oder so. Oh man, das dauert doch viel zu lange. Deswegen gibt es hier nicht so eine geilen Früchte, die überall wachsen. Ich nehme mal hier meine Funzel mit. So. Und schauen wir uns doch hier einfach mal um. Hier muss doch irgendwo was wachsen. Was ist das hier für ein Baum? Pinienbaum. Wächst denn hier überall nichts? Da ist was. Hergeben. So. Das reicht uns aber nicht. Das sind doch Bäume, wo was dran wächst, oder nicht? Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen herausfinden. Ist hier eine Höhle, oder was? Geil. Auch nicht. Ja, okay. Da läuft was, was war das? Wo ist das? Ist hier reingelaufen? Das war bestimmt so ein Wildschwein, ne? Bestimmt war es das. Ich konnte es so schnell leider nicht sehen. Irgendwas? Ach, nur so eine blöde Tonne. So, was brauchen wir dann als erstes? Ich würde sagen, wir bauen uns auf jeden Fall erstmal. Ja, gute Frage. Das. Keine Ahnung. Wie geht denn das hier gleich noch? C, glaube ich, war das, ne? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal. Stone Tool noch. Hauen wir zwei Steine für. Das Ding hauen wir erstmal weg. Da ist schon mal eine. Und da ist noch eine. Und dann. Oh, das ist alles so kompliziert geworden. Zack, so. Jetzt haben wir davon schon mal zwei. Und dann brauchen wir ja noch. Was ist denn das? Ein Rope auf jeden Fall. Da hätten wir auf jeden Fall schon mal eine Axt. Damit ist es auf jeden Fall schon mal weitergeholfen. Auch hier diese Teile muss ich hier. Zack. Ich glaube, vier Stück braucht man immer für einen Rope, ne? Irgendwie so war das. Der war doch gerade. Komm her, wo ist er? Da. So, hier ist auch noch eine. Und ich habe festgestellt, man kann nicht mehr, wenn die ganzen Sachen so.
übereinander liegen, dann kann man gar nicht craften. Man muss den ganzen Scheiß wirklich erst im Rucksack haben, bevor das funktioniert. Ich habe doch zwei so eine... Oder nicht? Ah. Jetzt wird ein Schuh draus. So, Moment, was habe ich jetzt getan? Ich wollte doch eine Axt haben, scheiße. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Shelter. Was brauchen wir denn auf einen Shelter? Ich hab doch schon eins gebaut, ich hab schon wieder vergessen. Ein Rope, vier so eine Palmwedel und Stiggies. Die Stiggies holen wir uns mal hierher. Scheiße hier im Auge behalten. Was, das war's? Oh. Teile fällen wir auch nicht mal. So, und dann brauchen wir so einen Palmwedelkrams. Das heißt, wir müssen eine Palme fällen. Dann nehmen wir am besten mal eine... Ach, nehmen wir gleich die große hier, scheiß drauf. Und ich glaube, das ist nicht allzu lange. Aber Baumfeld, Busch. Okay, kann das ganze Ding einstecken, steht da oder was? So, pass auf. Am besten ist, wir machen das Ganze gleich hier vorne irgendwo. Was liegt hier denn? So, gar nichts, alles klar. Ja genau, brauchen wir erstmal hier wieder Sonnen, ne? Oh. Ernsthaft? Ob es noch größere Rucksäcke gibt? Was ist das? Ach, Crick. Ah, aha. Wenn man das gedrückt hält, oder wie? Nee, ich will... Nee! Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Das geht doch, wenn das... Ach, kein Plan. Muss ich da echt erstmal wieder reinfuchsen. So, was haben wir denn jetzt überhaupt noch alles im Büdel bei uns? Ein Speer haben wir jetzt... Ein Speer? Aber wir brauchen es noch irgendwie. Nett. Pick up, hol E to. Pick. Was? Was E, hol E. Nee. Press. Er macht aber nichts damit. Ah. Ja, ich würde sagen, wir... Ich weiß gar nicht, vergammeln die Viecher? Wo ist mein Zelt? Ach, da. Zack, so. Dann gucken wir einfach mal, wie unser Wohlbefinden jetzt ist. Ach, wir brauchen Wasser, ey. Wie immer dieses Scheißwasser. War denn an diesem Baum... oh Gott, was ist das denn? Hat das für mich angegriffen? Oder was ist da... Was ist gerade passiert? Oder war hier... Hä? Hat das Vieh mich angegriffen?
Ja. Oder war da eine Schlange? Was zu trinken, Leute? Da ist doch was. Zack, so. Ist hier noch irgendwo was? Hier was dran? Ah, da ist auch was. Ja, damit. Stand hier nicht gerade irgendwas? Ach, genau. So, jetzt haben wir erstmal drei Stück. Unser Zelt da vorne, so, dann laufen wir erstmal hin und dann, ja, zerkloppen wir erstmal wieder ein paar Nüsse. Oha, wo fliegen die denn hin? Ist das jetzt eine richtige? Ne, das ist eine Hälfte. Und das? So, das ist schon mal ein bisschen was, ne? Moment, ich muss mal einmal. War das cool? Das war doch cool, das ist geil. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen was an unserem Körper. Was denn jetzt? Wir sind für krank oder was? Status-Effekt Flu. Hä, was heißt das? Ist das neu? Das muss neu sein, das kenne ich noch nicht. Wieso hat er denn gehustet? Wir brauchen irgendwie ein Bett am besten noch. Was brauchen wir denn für dieses blöde Bett überhaupt? Feuer vielleicht auch, oder? Aber wie machen wir Feuer? Oh, so viele Sachen, die wir noch. Der Husten? Kommt vom Rauchen. Eindeutig. Sleeping Bag. Aha, ein Schlafsack, geil. Das ist auch neu. I need to find water. Will er mich verarschen? Hä? Was ist los mit ihm? Das scheiß Viecher, Alter. Das ist immer dasselbe. Komm her hier. Heil. Kann ich das so essen? Oder wäre das Kacke? Oh. Mein Gott. Ich glaube, wir sterben, bevor das überhaupt richtig losgeht. Verdammte Scheiße. Ja, ich würde mal sagen. Gott, hier ist mal wieder. Das ist echt hart geworden. Verdammte Axt. Vielleicht gucke ich einfach mal, was da. Scheißegal, wir sterben eh gleich. Ich guck einfach mal, was da in diesem Schiff drin ist, in diesem Wrack. Das ist ja echt ätzend. Ist hier irgendwas Cooles drin? Oha, guck mal hier.
guten Rochen. Herr Rochen. Ich habe immer das Bedürfnis, alles zu töten, wenn ich sehe. Ach scheiße, ich habe da echt Schiss rüber zu schwimmen. Aber das sieht schon ein bisschen näher aus. Mitkommen. Ja, es wird schon mal wieder hell. Aber ich glaube nicht, dass wir das Ganze hier überlegen werden. Ich bin ja auf jeden Fall nicht so voller Hoffnung. Los, komm, schmeiß doch in den Scheiß. So, Tabs war das. Potatoes? Oh. Ja, gut, das hat mir jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Was sagt er, was brauche ich? Alles. Starvation dehydriert. Alles klar, ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Aber okay, zack. Und? Mit einem scheiß Benzinkanister. Wo ist die Nuss? Hier, alles klar. Die Drecksviecher, die greift man echt an, ne? Das ist echt. Das ist echt Pisse, ist das. So, wo ist die andere jetzt da? So. Ich frage mich trotzdem noch, obwohl wir, wie wir gesehen haben, ausreichlich getrunken hatten, warum mit mal die Durstanzeige komplett runter war. Das rate ich nicht. Ich habe auch keinen Bock, hier ständig mich darum zu kümmern, trinken und Essen zu finden. Ich will auch hier fette Häuser bauen, Villen und keine Ahnung was. Na klar, muss man sich ja auch um Nahrung kümmern, aber es ist doch nur ein Spiel. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Ich denke mal, das sollte jetzt erstmal reichen. Außer irgend so ein Kackvieh hier. Du zum Beispiel, ein Glück bist du tot. Beißt mich hier wieder. Ob es daran lag? Was? Jetzt nicht sein Ernst. Hä? Schön. Warum kann ich denn hier durchgehen? Ernsthaft? Na super. Kann ich hier auch durchgehen? Nee, das geht hier nicht. Aber jetzt Hauptsache da, wo meine Nüsse sind. Ach du Scheiße, Mann, das fuckt mich gerade so ein bisschen ab. Die müssen doch hier irgendwo liegen, oder was? Hier. Tut er mir was? Ich hoffe nicht. Eine konnten wir auf jeden Fall safe. Na, komm mal hier. Ja. Jetzt habe ich die Schnauze voll von den Viechern. Jetzt kill ich die lieber gleich. Oh. Wie
Wieso ist meine Hose eigentlich so kaputt? Ach man, ich komme überhaupt nicht klar gerade. Leute. So, Moment. Drei so eine Dingens. Aber wir sind gesund. Wir sind gesund, wir haben es geschafft. Brauchen wir Schlaf? Ja, das geht. Was brauchen wir denn als nächstes? Was ist denn wichtig eigentlich? Brauchen wir eigentlich irgendwas, um Wasser aufzufangen? Wasser ist das A und O und Feuer machen. So. Das bedeutet, wir bin... Was? Was ist jetzt passiert? Oh, einen Tag überlebt haben wir. Sehr geil. Ist auch neu. Feuer. Fire Pit. Brauchen wir. Und so einen Scheiß brauchen wir auch. Solarstill. Hm. Brauchen wir dafür noch irgendwie. Eimer oder was? Was gibt's hier noch alles? Oder gibt es da wieder so ein Untermenü? Zum Beispiel hier raufgehen. Nee, gab's da nicht mal mehr Zeugs? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, so einen Planer habe ich irgendwo gesehen. Aber das, liebe Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe dann schon auf einer anderen Insel. Bis dahin. Ja, hoffe ich, schaltet ihr auf jeden Fall wieder ein und wieder schauen und reingehauen.